Fell into the burning ring of fire. Oh. I am the man in black. The man in black. Peace und herzlich willkommen bei mir auf dem Konol. Einschalten vergessen. Ja, man wird alt. Sollte funktionieren. So. Ja, ein kleines Video. Es wird kein Fuckerchens Heimfahrt-Video, obwohl es ein Fuckerchens Heimfahrt-Video wird. Aber vielleicht wird es dann doch eins, weil es ist ja eins eigentlich. Ich habe heute nicht einmal ein Thema oder so, sondern ich wollte euch kleinen Herzensbrechern einfach mal ein Video schicken. In dieser schweren Zeit. Krass. Krass, wie sich eine Welt innerhalb von 2 Wochen verändern kann. Irre. Also das, wenn es vor 2, 3 Wochen gesagt hättest, dass wir so leben wie jetzt. Alter, ist der schnell. Dann hätte man ausgelacht, aber Corona macht es möglich. Ich bin kein Wissenschaftler. Ich kann euch ein bisschen was erzählen über Corona. Aber nichts Wissenschaftliches, sondern so, wie es ich halt persönlich erlebe. Und wie massig von euch auch. Wenn ich arbeite in einem großen Konzern, das weiß jeder. Oder ziemlich jeder. Und ich mache normalerweise Homeoffice. Und ich werde, oder ich, ja, mein Arbeitskollege und ich, wir haben jetzt zwar einen Job, wo man mal was daheim arbeiten kann, aber man muss trotzdem ziemlich oft in der Produktion sein und körperlich da sein. Deswegen hat mein Arbeitskollege und ich, haben wir so Wechselschichten. Das heißt, einer kommt rein in die Firma und der andere macht Homeoffice und das geht dann im Wechsel. Diese Woche bin ich dran, deswegen gibt es ein Heimfahrtsvideo. Als ich heute in der Früh in die Arbeit gefahren bin, ja, war es fast wie The Walking Dead. Fast nichts los. Autobahn war so gut wie leer. Ein paar LKWs sind gefahren. Dann selber, weil in Amberg ist dann schon gegangen, weil ja, die Leute halt trotzdem in die Arbeit gehen. Es müssen sie ja. Es gibt ja noch genug Leute, die arbeiten müssen oder dürfen. Gott sei Dank. Und ja, wie geht's euch? Schreibt es mir in die Kommentare, wie es euch geht. Weil mir das schon am Herzen liegt. Weil man hört immer Corona hier, Corona da. Und natürlich, wenn sie mir heißt, und wie geht's dir denn? Dann denkt man immer erst an so Husten, Schnupfen, bist gesund, hast ja, bist körperlich gut beieinander, ist alles in Ordnung. Aber so physisch, nee, psychisch, fragt irgendwie keiner nach. Man hört eigentlich seit ja, Wochen nichts anderes. Egal, was du einschaltest, das Thema ist überall präsent. Muss auch so sein. Es gibt Leute, die es nicht ernst nehmen. Es gibt Leute, die sagen, das ist fake. Es gibt Leute, die es vielleicht zu ernst nehmen. Es gibt Leute, die haben überhaupt keine Meinung. Das verstehe ich jetzt gar nicht. Betreffend tut es uns eigentlich allen. Es ist interessant, dass man sieht, wie in einem großen Konzern die Welt zweigeteilt wird. Einmal die sogenannten White Collar. Und mit Color ist nicht die Farbe gemeint, sondern Collar, also die Arbeiter, die quasi so die Hemden tragen, weiße Hemden tragen. Das sind halt so die Leute, die in Büros arbeiten. Und die sogenannten Blue Colored, das sind dann im Endeffekt die Hardworking Mans and Womens, die ja körperlich und halt an der Anlage arbeiten und halt auch Teile zusammensetzen müssen.
Da wird halt schon unterschieden. Die einen können Homeoffice machen, die anderen nicht. Jetzt hört man schon immer öfter, dass die Leute halt sagen, das ist gemein. Es wird ja aufgeteilt auf zwei Ebenen. Einmal der kleine Arbeiter-Depp, darf sich ja scheinbar ruhig anstecken. Und die anderen können daheim arbeiten und eigentlich recht sicher an ihrem Arbeitsplatz sein, ihre Arbeit trotzdem machen und dann halt ja, im eigenen Haus oder in der Wohnung sein und dann halt sich nicht anstecken können, müssen, dürfen, sollen. Und können war das Wort, glaube ich. Und ich bin also zweigeteilt, weil ich einerseits ja eine Woche lang arbeite, daheim, von daheim aus, und einerseits eben nicht jetzt diese Woche. Ich habe gestern zu meiner Frau gesagt, Mensch, wir wissen, dass wir jetzt hier bei uns in der Familie zu 100% Corona-frei sind. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus, weil wir auch keine Möglichkeit gehabt haben, uns großartig anzustecken. Wenn ich jetzt in die Arbeit gehe, ja, ist die Gefahr natürlich schon da, dass ich den Virus mit heimbringe. Die Gefahr ist auf jeden Fall größer, als würde ich nur daheim arbeiten. Ja, ist eine gefährliche Zeit. Blöd ist halt, dass man die Leute, die Corona haben, das ja auch nicht ansieht. Das ist ja nicht so, als würden sie wie Zombies rumlaufen, obwohl es ja viele Leute wie Zombies rumlaufen. Aber das hat jetzt nichts mit der Krankheit zu tun. Und da dann im Endeffekt die Leute identifizieren kann und sagen kann, von dem halte ich mich jetzt fern oder nicht. Du gibst dir die Türklinke in die Hand, du gehst an die Anlage, bist an einer fremden Tastatur. Ich habe es jetzt schon so gemacht, ich habe eine Bluetooth-Tastatur dabei mit einer integrierten Maus. Und die nehme ich überall hin mit. Das heißt, wenn einer ein Rechnerproblem hat und ich ihm helfen muss vor Ort, dann habe ich die dabei. Die sabbel bloß ich voll und dementsprechend sollte das auf jeden Fall schon mal ein guter Schutz sein. Ein hundertprozentiger Schutz ist es natürlich nicht. Du gehst in den Kiosk, überall sind Türen, du gehst auf die Toilette, es gibt immer noch, gerade wieder erlebt, es gibt immer noch Leute, ich meine, ich finde es so schon außerordentlich beschissen, ja, dass sich Leute nach der Toilette einfach nicht die Hände waschen. Es hat schon immer gegeben, manchmal habe ich mir gedacht, was bist denn du für eine Welt, ja, die, wo man sich einfach nicht einmal die Hände waschen kann. Ich bin auch mittlerweile schon so frei und mache ihn dann schon drauf aufmerksam und sag, hey, Erziehung genossen, ja, nein, scheinbar nein, wie wär's denn mal mit Händewaschen? Hab ich ja vorher schon. Ja, danke fürs Gespräch, und dieses Mal war es wieder so, heute gerade eben, bevor ich rausgegangen bin, war es eben so, dass sich Leute immer noch nicht die Hände waschen. Und wenn es dann Pfiff nachlässt, dann schaust du dich an mit großen Augen. Hey, was du etwa hast, hä? Und ging er. Also, ja, ich merke mir das Gesicht und ich weiß, dass ich dem Typ auch nach Corona sicherlich nicht mal mehr die Ghetto-Faust gebe, sondern den einfach nur seitlich liegen lasse. Die Leute sind aufmerksamer geworden. Viele Leute, ich bin zum Beispiel der Typ, ich gebe ganz ungern die Hand. Wenn ich einen kenne und der Kumpel von mir, kein Thema, aber so in der Arbeit zum Beispiel, da gibt es immer diese Rituale, da kommt irgendwann jemand ins Büro und schüttelt jedem die Hand. Hey, guten Morgen, morgen, morgen. Obwohl man sie vor gefühlten zwei Stunden erst verabschiedet hat. Ich habe dann mittlerweile eingeführt, wenn man sich die Hand gibt, dann haut man sich die Ghetto-Faust ins Gesicht. Nein, natürlich. Ja, so. Wenn sie es unbedingt wollen, dann sollen sie es so machen. Ich habe schon immer gesagt, ich will das nicht, es ist nicht hygienisch, das muss nicht sein, aber keiner hört irgendwie drauf. Jetzt mittlerweile sind es so weit, dass um dich herum schon einen Bogen machen, und zwar nicht, weil es stinkst, sondern weil es halt ansteckend sein kannst.
sowas gehört sich eigentlich grundsätzlich, finde ich, erst einmal in so einer großen Firma, dass man nicht, sich nicht 50 oder 60 Leute die Hand drückt, weil es steht sogar bei uns so als Hygienevorschrift, nicht nur wegen Corona, steht dann dort vorm Essen, nach der Toilette und nach dem Händeschütteln eigentlich Hände waschen. Das Problem ist, dann komme ich bis 8.30 Uhr von meinem Arbeitsplatz nicht weg, nur zwischen Arbeitsplatz und Küche, wo ich mir dann immer die Hände wasche, weil ich vom Händewaschen nicht mehr rauskomme, weil mir jeder die Patschehändchen gibt. Muss nicht sein. Und im Falle von Corona sowieso nicht. Aber ich verstehe es halt nicht, dass es überhaupt nur so ist. Aber ist gut, wenn sie wollen, dann mache ich es halt immer darauf aufmerksam. Ich komme dann irgendwie so unhöflich vor, aber die meisten wissen es schon. Hey, ist der Salz, weißt du, der ist nicht ganz dicht. Den musst du nehmen, wie er ist. Ja, ja, kann schon sein, aber so bin ich halt. Ja. Was nervt mich? Nerven denn mich Leute, die mir ohne Ende und immer wieder die gleichen Corona-Videos schicken über WhatsApp oder irgendwelche Bilder, die ich einfach nicht sehen mag oder sehen will oder kann. Datenverkehrnutzung mäßig, Speicherplatznutzung mäßig. Ich schreibe jetzt schon mal zurück, schickt mir bitte keine Blödsinnsbilder mehr, weil du kommst ja nicht mehr außer vor lauter Nachrichten, die du kriegst, und immer die gleichen Krampfnachrichten. Völliger Schwachsinn, das könnt ihr unterlassen. Ja, geil ist, dass die Leute jetzt auch dazu kommen, sich auf den Balkon zu stellen und irgendwen applaudieren oder Musik machen. Die Italiener haben es vorgemacht. Das heißt für mich wieder mal, die Deutschen können selber nichts, sondern wenn sie es abschauen vor andere, weil sie selber nicht auf die Idee kommen, mal was zu machen für die Leute. Kommt man dann irgendwie halbherzig vor, genauso kommt es auch halbherzig vor, dass sie sich jetzt rausstellen und die Leute applaudieren für die Leute, die wir wirklich brauchen. Und wenn ich jetzt aufzähle, welche Vergisse bestimmen wen, und deswegen tut es mir leid, also Feuerwehr, Polizei, Rettungssanitäter, Pflegekräfte, Krankenhauskräfte, also Ärzte, Apotheker, Leute, die in einem Discounter arbeiten, in einem Lebensmittelgeschäft, Metzger, Bäcker und so weiter. Und schade finde ich nur, dass es erst so weit kommen muss, den Leuten zu danken, wie es jetzt eben passiert mit Corona, dass man sich hinstellt und den Leuten Danke sagt. Man sollte das jeden Tag machen. Man sollte das jeden Tag machen, einen Menschen, der dich bedient, der eigentlich Dienstleister für dich ist, dass man denen ein Lächeln schenkt und einfach nur sagt, und das nicht einfach bloß Danke und gehen, weil das ist halbherzig, das kannst du auch schenken, sondern wirklich ein ernst gemeintes Danke. Dankeschön. Danke, dass du da bist und mich bedienst, mir das gibst, was ich will. Danke, dass du das kassierst, danke, dass du für mich da bist, wenn ich krank bin, danke, dass du in der Apotheke dir die Beine in den Bauch stellst und wartest, bis ich komme und irgendeine Arznei brauche. Und danke, dass es eine Polizei gibt, die auf uns aufpasst. Und wir schimpfen immer viel, und wenn wir es brauchen, dann sind wir froh, dass da sind. Feuerwehr, das Gleiche. Dankeschön. Ja. Und das sollte man jedes Mal, wenn du einen triffst, an der Tankstelle, die Kassiererin, danke, wiedersehen, schönen Tag noch. Von mir kommt es immer ehrlich, weil ich es wirklich so meine, aber es kommt halt nicht von allen so. Aber jetzt, wenn du das nicht machst, bist du irgendwie außen vor. Dann meinst du das nicht ernst, kannst dich ruhig einmal bedanken. Das ist genau wie Fasching. Fasching habe ich grundsätzlich schlechte Laune, weil ich zwischen dem Jahr, also zwischen Karfreitag und zwischen Aschermittwoch und den nächsten Rosenmontag oder Weiberfasching oder sowas, grundsätzlich gute Laune habe ich genau in den Tagen eigentlich schlechte Laune. Komisch. Und ich kann nicht einmal was dafür. Das ist für mich irgendwie so angeboren. Ja? Ich bin unterm Jahr lustig und ich bin unterm Jahr fröhlich und ich meine das auch so. Und Fasching ist einfach, da muss lustig sein, weil es ist ja Fasching, und so kommt mir das auch vor, und deswegen gefällt mir das nicht.
In den Arm nehmen kann man es nicht, aber ein Lächeln kann man schenken. Ein Lächeln kostet nichts. Und das meine ich aber das ganze Jahr über. Auch ohne Corona. So, apropos, ich fahre jetzt einkaufen. Und werde der Kassiererin ein nettes Lächeln schenken, vor allem, weil ich sie kenne. Gell, Gabi? Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag, bleibt gesund. Lasst euch nicht ärgern. Egal, was noch kommt, es wird schlimmer werden. Und zwar nicht gesundheitstechnisch, sondern wirtschaftlich. Und im nächsten Video werde ich vielleicht mal, was heißt vielleicht, im nächsten Video werde ich mal drauf eingehen, warum das mit der GMV fürs Erste jetzt einmal nichts geworden ist. Schreibt es unten in die Kommentare rein, eure Meinung. Bleibt's locker. Servus sagt locker, euer Focker.